euch hier alle im Namen der SPD Queer zu unserem 30-jährigen Jubiläum begrüßen zu dürfen. Bevor wir jetzt noch ein paar ehemalige Vorsitzende hören können und zu Wort bitten, übergebe ich jetzt an den ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. Lieber Timo, lieber Lutz Kretschmann, lieber Peter Massmann, mir wurde gesagt, diese drei Personen soll ich ganz besonders erwähnen. Ich glaube, weil ihr die längsten Aktivisten seid und weil Timo derjenige ist, der diese Arbeit jetzt aktuell fortführt. Aber ich bin jetzt ganz stolz, dass wir sagen können, wir waren die Ersten, die die offiziellen eingetragenen Lebenspartnerschaften eingeführt haben. Wir waren auch die Ersten, die einen Bezirksamtsleiter hatten, der noch am Tag der Einführung der echten Ehe geheiratet hat. Und ich glaube, wenn man der oder die Erste ist, etwas durchzusetzen, dann ist es besonders anstrengend. Das habe ich oft gehört oder wahrgenommen in Gesprächen, die ich zum Beispiel geführt habe, auch wenn es erstaunlich ist, so ganz am Rande des CSDs. Ich war ja zum ersten Mal letztes Jahr dabei. Und also da musst du teilnehmen. Wenn du es erst nächstes Jahr machst, dann behaupten sie alle, das ist nur wegen der Wahl. Und wenn du dieses Jahr Urlaub hast, dann musst du den eben abkürzen. Habe ich gemacht, war auch super, eine richtige Empfehlung, ein richtiger Ratschlag. Weil ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, dass das wirklich eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also ich will mal sagen, Willy Brandt und John F. Kennedy durch Berlin zu fahren, ist nichts dagegen. Wirklich, in der gesamten Stadt, die Leute, also ob das jetzt Hamburger waren oder ob das Gäste von außen, alle haben geguckt und hatten wirklich dieses Gefühl, da gibt es was zu feiern. Das ist natürlich ein bisschen schrill. Und gerade wenn man es nicht gewohnt ist, ja auch so, ich will nicht sagen so, es ist nicht das, was wir ans hanseatische Zurückhaltung. Aber dahinter steckt etwas sehr, sehr Hanseatisches und eben auch Ernstes. Und das ist das, was ich so in den Nebengesprächen gehört habe, wo Leute sagen, ich muss Ihnen sagen, schön, dass Sie hier sind, für uns steckt dahinter auch eine ernsthafte Idee. Denn diejenigen, die sozusagen als junge Menschen, ja, wo man so aufwächst und ja auch sowieso zu kämpfen hat mit Elternhaus, mit Schule, das Aufwachsen ist ja generell schwierig. Da haben viele Erlebnisse gehabt, die sie sehr, sehr beschäftigt haben und die sie dann sozusagen als Grund dafür nehmen zu sagen, wir müssen diesen CSD öffentlich feiern. Es ist auch ein Stück weit Bewältigung von Problemen, die man in der eigenen Jugend und in der eigenen persönlichen Entwicklung hatte. Das heißt, für mich ist das ein großes Fest. Ich komme dieses Jahr gerne wieder. Ich hoffe, dass das Wetter genau so gut ist. Ich hoffe, dass ich wieder von irgendwem, ich weiß nicht mehr genau von wem, bei diesen sehr heißen Temperaturen plötzlich einen eisgekühlten Piccolo bekam. Herzlichen Dank für die Einladung, falls ich sie wieder bekomme, schon mal im Voraus. Und für diese schöne Feier, das 30. Jubiläum der Hamburger Queers zu feiern. Also, vielen Dank und viel Freude. Digga, der Bürgermeister, lieber Peter. Ja, 1989, 30 Jahre. Wir trafen uns in der Backstube vom MHC im Keller. Also, das MHC war überhaupt für uns so der Treffpunkt und für uns ganz stark im Fokus. Wir haben uns von Anfang an gesehen, wie ihr euch heute auch noch, als eine Brücke hinein in die Partei, um dort auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Das, glaube ich, ist jetzt heute nicht mehr so nötig, sind alle aufgeklärt, wie wir eben gesehen haben. Aber das war zu unserer Zeit doch noch anders. Wir sind so durch die Distrikte getingelt und haben wirklich erzählt, wie ist das so, wenn man vom anderen Ufer ist. So, das ist keine Krankheit und es tut auch nicht weh und macht Spaß. Und das war echte Aufklärungsarbeit. Wurde mir gerade in die Hand gedrückt. Ich glaube, man sieht schon an der Farbe, dass es ein bisschen älter ist. Hat auch ein paar Flecken. Lieber Peter, moin, Genossinnen und Genossen, Freunde der
SPD Queer Hamburg. Mein Name ist Lutz Johansen, früher Kretschmann. Mir war damals nicht klar, was das für mich ganz persönlich bedeutet, wie ich zu den Schwusos gekommen bin. Wir damals circa 14 Schwusos und im Bürgerschaftswahlkampf 1997 vor der Tür hatten die verwegene Idee, einen Abgeordneten in die hamburgische Bürgerschaft zu entsenden. Dies bedeutete damals viel Organisations- und Überzeugungsarbeit in den Distrikten und im Landesvorstand. Nachdem wir auch Henning Forscherau auf unserer Seite hatten, klappte es wirklich. Henning hat damals erkannt, dass die Gruppe der Schwulen und Lesben eine relevante Zielgruppe für eine Großstadtpartei ist, für die etwas getan werden musste, da sie bis dahin von keiner der großen Parteien eingebunden wurde. Doch bei den Schwusos selber wollte keiner Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft werden. Heute unvorstellbar. Denn es bedeutete sich, in der Öffentlichkeit zu outen. Ich wurde Hennings Wahlkampfleiter und Henning setzte mich mit dem SPD-Landesvorstand auf den sicheren Kastenplatz 40. Die Betriebsräte in der Hamburger SPD schäumten, denn das war ihr angestammter Platz über Jahrzehnte. 1997 zog ich für die Schwusos in die Bürgerschaft ein und eine weitere Legislatur von 2004 bis 2008. Damit war ich Deutschlands erster offen schwuler Landtagsabgeordneter einer SPD-Fraktion. Nicht jeder in der Fraktion im Rathaus gefiel dies und war begeistert. Mancher SPD-Fraktionskollege ging mit dem Mors an der Wand lang, als wenn wir Schwule keinen Geschmack hätten. Es war die Hübschesten. Diese Angst legte sich aber bald. Die Fraktionskolleginnen und Kollegen sahen, dass ich, sprich wir Schwusos, mit ganz realen Anliegen kam und nicht im Tütü herumliefen. Ich sage nur, Auskunftsrecht im Krankenhaus, Aufenthaltsrecht binationaler Paare, lesbisch-schwuler Tourismus, erstmals offen schwule Ansprechpartner bei Hamburgs Polizei. Ecki, wo bist du? Du warst es. Du warst der Erste. Einer der sieben Ersten. Aber du, für uns als Schwusos, warst du der Erste. Antrag zur Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen. Und natürlich die Hamburger Ehe zusammen mit Fabian Müller. Um nur einige Punkte zu nennen. Hamburg schrieb Geschichte. Ich wünschte mir wirklich, dass die Stadt mehr tun würde für unsere Projekte. Denn das, was dort ehrenamtlich und hauptamtlich getan wird, ist unbezahlbar. Für die Zukunft wünsche ich der SPD Queer Hamburg alles Gute und viel Erfolg beim Bohren dicker Bretter, wie die Zeit von 1995 bis 2008 zeigt. Es lohnt sich. Vielen Dank. Applaus